Während einer unbewilligten Kundgebung für das besetzte Binz-Gelände in der Stadt Zürich ist es in der Nacht auf Sonntag zu Krawallen gekommen. Die Polizei setzte Tränengas, Gummischrot und Wasserwerfer gegen die teils vermummten Demonstranten ein. Diese warfen mit Steinen, Flaschen sowie Feuerwerkskörpern. Einige Randalierer errichteten Straßenbarrikaden und zündeten Müllcontainer an. Die Auseinandersetzungen zwischen Polizisten in Kampfmontur und gewaltbereiten Demonstranten dauerten bis in die frühen Morgenstunden. Am Umzug haben schätzungsweise weit mehr als 1000 Personen teilgenommen. Sie verhielten sich mehrheitlich friedlich. Doch einige Dutzend Chaoten sprähten schon kurz nach dem Abmarsch an Hauswände. Im Verlaufe der Ausschreitungen kam es dann zu weiteren Sachbeschädigungen. So sind bei einer UBS-Filiale Scheiben in die Brüche gegangen. Laut Augenzeugen wurde zudem ein Co-Platen geplündert. Im Einsatz stand auch die Feuerwehr. Über Verletzte oder Festnahmen lagen zunächst keine Angaben vor. Laut der Stadtpolizei Zürich dürfte der angerichtete Sachschaden mehrere hunderttausend Franken betragen.